Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es die zweite vegane Pizza aus der aktuellen veganen Penny-Aktion im Test. Und zwar die Sorte Pizza Taco Style und auf die bin ich sehr gespannt. Ja, ihr könnt schon sehen, da sind rote Zwiebeln drauf, aber ich wollte sie unbedingt probieren. Gerade weil mir die andere Pizza, die Italian Style, wirklich so gut geschmeckt hat, wollte ich unbedingt die Taco-Style probieren. Allerdings habe ich schon beim Namen gedacht, Taco-Style und Pizza, das könnte wirklich etwas trocken werden. Mal schauen, wie sie schmeckt. Die kostet auch 2,69 Euro. Dafür gibt es 380 Gramm Pizza, die ist also 20 Gramm schlanker als die italienische Version. Und ich packe sie jetzt gleich mal für uns aus und dann schauen wir uns die im tiefgefrorenen Zustand an, bevor sie in den Backofen wandert. Übrigens ist das hier auch wieder auf der Basis von Erbsenprotein, denn da ist auch dieses ähnliche leckere vegane Hack drauf, nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist hier auch auf dieser Pizza, das teilen sich quasi die italienische und die Taco-Variante. Food for Future, die vegane Aktion von Penny und die Pizza Taco Style. Jetzt in Großaufnahme noch tiefgefroren, so sieht sie aus. Und ihr könnt ihr schon sehen, die hat etwas Schlagseite bekommen, finde ich. Hier ist wirklich am Rand viel Rand. Das kann bei der Produktion manchmal passieren. Vielleicht müssen sich die Maschinen hier noch einspielen. Bei der Italian sah es ein bisschen besser aus. Nichtsdestotrotz sieht es hier nach genügend Belag aus und ich finde sogar, dass die Pizza wesentlich besser aussieht als auf der Verpackung. Sie sieht echt so ein bisschen langweilig aus, aber hier haben wir noch diesen leckeren weißen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Käse, weil er für mich auch so ein bisschen so geschmeckt hat wie so veganer Mozzarella irgendwie, fand ich ganz, ganz lustig. Viele Zwiebeln, Paprika, dieses Erbsenprotein ist hier drauf, was auch wirklich lecker schmeckt und ganz viel Tomatensoße und Mais. Und jetzt wandert diese Pizza auch in meinen Backofen. Und jetzt gibt es die vegane Pizza Taco Style von Penny in Großaufnahme. So sieht sie auf der Verpackung aus und so sieht sie in Großaufnahme frisch aus dem Backofen aus. Ich habe sie tatsächlich jetzt ein bisschen länger gemacht. Also mit 7 bis 9 Minuten wäre die nicht in meinem Backofen bei Ober- und Unterhitze wäre sie nicht fertig geworden. Bei mir war die jetzt locker. Ja, 10 bis 12 Minuten drin. Aber jeder Backofen ist anders, deswegen schaut mal, ihr kennt euch da am besten mit eurem Ofen selber aus. Bei mir musste ich auf jeden Fall definitiv die auf der Verpackung angegebene Zubereitungszeit überschreiten. Und jetzt sieht sie so aus. Ich finde, sie ist sehr gut geworden. Wenn wir unten drunter gucken, der Teig ist auch schön durch und nicht labbrig. Ich bin sehr gespannt, wie sie denn gleich so schmecken wird. So ihr Lieben, und jetzt wird probiert und vielleicht ist euch ja eben schon aufgefallen, dass die Zwiebeln von der einen Seite der Pizza komplett auf die andere Seite gewandert sind. Das ist kein Zufall, das habe ich bewusst so gemacht, weil ich mir die Pizza teile und jetzt mal reinbeiße in das Stückchen, wo ich die meisten Zwiebeln schon rübergetragen habe. Und ich muss sagen, es schmeckt mit diesem weißen Käse, ich sage einfach mal Käse, ist das echt täuschend echt. Ein bisschen trockener ist es. Okay, ich hätte sie auch länger im Ofen, aber sie ist nicht verbrannt. Und Taco-Style, muss ich sagen, da hätte ich mit so mindestens mit Taco-Chips gerechnet. Die sind ja gar nicht drauf. Kennt ihr noch die Kulinaria von Dr. Oetker, Mexican-Style? Da waren ja so Taco-Chips drauf und Bohnen und Mais. Und das fehlt hier alles. Also der Taco-Style ist ja wirklich etwas ja, schwach interpretiert, finde ich. Also Taco heißt ja schon mehr als Paprika und rote Zwiebeln, finde ich. Also da ist auch kein typischer mexikanischer Geschmack drauf. Okay, die Italian Style hat auch ein bisschen herausgestochen aus der Liga, weil ein Italiener wird sich auch keinen Hack auf eine Pizza machen, glaube ich. Und dann die essen ja auch lieber klassisch Margarita. Und jetzt mit dem Mais, okay, ist auch noch mit drauf. Aber es fehlt das typisch Mexikanische. Beziehungsweise Taco.
Wo ist die Salsa? Wo ist die Guacamole? Da wird, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial verschenkt. Wie gesagt, die Italian-Style finde ich echt gut interpretiert, auch mit dem Rucola noch mit drauf. Die Taco-Style stinkt dagegen so ein bisschen ab. Ist wirklich eine sehr langweilige Pizza geworden, was ich sehr schade finde. Auch wenn die ganzen veganen Produkte sehr gut gedacht sind. Aber Taco-Style in dieser aktuellen Version zu langweilig, vom Geschmack auch her. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 7 Punkte. Man kann sie essen, aber sie burnt einen halt nicht so, wie eine andere Pizza das machen würde. Und ich würde sie kein zweites Mal kaufen, weil sie mir echt zu langweilig ist. Ja gut, mit den roten Zwiebeln wäre sie jetzt auch nicht viel spannender gewesen. Das muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt die roten Zwiebeln nicht mitgegessen. Aber deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es 7 Punkte. Einfach mal so was Neues ist deswegen also ein Punkt extra von den 6 auf die 7 wegen dieser veganen Aktion. Das möchte ich so ein bisschen auch supporten. Sonst hätte ich wahrscheinlich 6 Punkte gegeben, weil es echt zu lahm ist. Leider! Wie schade! Naja, hier oben könnt ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Daumen nach oben! Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video und probiert mal die Italian Style aus. Die lohnt sich wirklich.